So, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Wie beim letzten Mal schon erwähnt, habe ich offscreen ein kleines bisschen gegrindet, damit mein Level ein bisschen höher ist. Das gesamte Team, das ich jetzt dabei habe, ist mindestens auf Level 18, manche auf Level 19, inklusive Corvinus, Blue und mir. Und meine Ausrüstung hat sich ein bisschen geändert. Ich habe zum einen mal meine Nagakuga-Rüstung komplett hochgerüstet. Dafür braucht man ein Item namens Wyvernkern. Das ist in einem meiner Trainingskämpfe gegen den königlichen Monoblos gedroppt. Den kann ich mittlerweile wirklich ohne Probleme mit S-Rang einfach so machen. Also absolut kein Problem. Und ich habe mir die Walkürenklinge hier geholt. Das ist das Schwert aus Ratian-Material. So, und dann wollen wir doch jetzt mal gegen den Tigrex vorgehen. Hoffentlich reicht es. Hoffentlich reicht es. Bam. So, und für den Grund, warum ich unbedingt einen Tigrex will. Der Tigrex ist eines meiner absoluten Lieblingsmonster. Ich weiß, dass der Ratian, Rathalos und Ratian sind so ein bisschen die Maskottchenmonster von Monster Hunter. Tigrex ist einer meiner absoluten Lieblinge, zusammen mit Lagiacrus, wobei ich bei dem nicht weiß, ob er im Spiel ist und das will ich mir nicht spoilern. Wenn er drin ist, richtig cool, muss aufs Team. Wenn er nicht drin ist, schade. Aber jetzt holen wir uns erstmal einen Tigrex. Ich bin damit schon mal richtig zufrieden. Okay, wir fangen an, indem wir ihm auf den Kopf prügeln. Hawk am Anfang als Ziel zu haben, ist zumindest schon mal nicht so gut. Ich meine für mich. Er macht das natürlich geschickt. Er verliert keine Konfrontationen dadurch. Oh, sehr schön. Ja, die Wyvernklinge hat eine sehr geringe Chance zu vergiften. So, und Shulk ist jetzt schon mal fast tot. Gott, der Tigrex macht enormen Schaden. Okay, ich habe keine Garantie, wer jetzt angegriffen wird. Moment mal. Es sieht so aus, als würde er entweder mich oder Alvin anvisieren. Vielleicht sollte ich das einfach mal so hinnehmen. Okay, machen wir mal fähigkeitstechnisch. Ja, es kommt Felsknarre. Ich weiß jetzt nur nicht, was das Ziel wird. Ich vermute, entweder ich oder Alvin. Mal schauen, ob ich richtig... Ja, Alvin ist das Ziel. Und nimmt erstmal richtig Schaden. Na gut, immerhin hat Alvin die Geistesgegenwart, sich direkt zu heilen. Corvinus, könntest du bitte was machen, mit dem ich zusammen... Kann ich jetzt noch eine weitere Fähigkeit machen? Ein Hiebangriff mit einem Schwertangriff aus. Wobei, wisst ihr was? Wir greifen einfach normaler Technikangriff an. So. Sehr gut gemacht, Alvin. Konfrontationssieger. Könntest du dich bitte genau wie ich auf den Kopf konzentrieren? Wir müssen den Kopf nämlich kaputt gebrochen bekommen, während der Tigrex, ja, das ist etwas, was ich nachgelesen habe, als kleiner Tipp, um die Fluchtchance für den Tigrex zu erhöhen. Während er, aggressiv ist, muss man ihn in einer Blitzfalle fangen und zu dem Zeitpunkt den Kopf zerstören. So. Verbrennung erneuert. Ich weiß ja nicht, ob Verbrennungen tatsächlich verstärkt werden oder ob das einfach nur erneuert wird. Mal sehen, kann ich... Okay, Corvinus kann das ganz gut überleben. Und jetzt ist er sauer.
Ideal wäre es jetzt, wenn er mich angreifen würde, aber das wird mir leider nicht vergönnt. Moment, jetzt ist er zu einem Kraftangreifer geworden, ne? Machen wir mal fähigkeitstechnisch. Erhöht die Elementarangriffe für alle Verbündeten. Vielleicht sollte ich nochmal meinen Angriffswert aufladen. Ja, machen wir das einfach mal. Corvinus ist jetzt das Ziel und der ist geheilt. Ihr könnt jetzt bitte einfach mal mit mir zusammen den Kopf angreifen, ey. Ist das so schwer? Scheinbar ja. Okay, Konfrontation. Diese Art von Konfrontation können wir recht einfach gewinnen. Und dadurch haben wir jetzt beide unsere Reiterfähigkeit. Na gut, damit kann ich mich jetzt schon mal heilen. Und Corvinus auch noch ein kleines bisschen. So, jetzt kombinierte Bindungsfähigkeit. Es dürfte jetzt seinen Zug auch komplett überspringen, wenn ich mich nicht irre. Wobei ich nicht weiß, der T-Rex hat, wenn er aggressiv ist, zwei Angriffe. Einen kann man ja auf jeden Fall überspringen, indem man eine Bindungsfähigkeit... Nee, indem man eine Konfrontation gewinnt, aber wie das mit Bindungsfähigkeiten aussieht, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, okay, wir haben gewonnen. Und jetzt scheint Alvin das Ziel zu sein, oder? Machen wir mal einen Geschwindigkeitsangriff. Entweder Alvin oder Shock, wenn ich das jetzt richtig auslese. Alvin. Oh, fuck. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber er ist fast tot. Okay. Die Tatsache, dass der so stark kritten kann, ist sehr beunruhigend. Okay, mal sehen. Also gut, wenn wir ihn jetzt innerhalb der nächsten drei Züge besiegt bekommen, ist gut. Ah! Komplett falsch gelesen, in welche Richtung er geschossen schießen will. Ich habe jetzt echt gedacht, er schießt in eine komplett andere Richtung. Oder vielleicht ist dieser Angriff auch einfach nur ein bisschen random. Na gut, machen wir für mich mal. Oh, verdammt, ich habe nicht genug. Hör doch mal bitte auf mit deiner Felsknarre. Das bedeutet, ich kann keine Konfrontation gewinnen, um mehr Bindungsfähigkeiten aufzubauen. Jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher. Wenn Corvinus jetzt nochmal drauf geht, dann ist scheiße. Ah, Moment, ich habe ja eine neue Fähigkeit bekommen. Streicheln. Das gibt Corvinus aber nicht gerade viel Leben zurück. Er würde trotzdem sterben. Okay, mal sehen. Wie viel würde ein... Ja, Trank sollte ausreichen, dass er nur durch einen Crit sterben kann. Okay. Das Risiko gehen wir jetzt mal ein. Das war einfach nur bescheuert, Alvin. Don't waver.
Oh, fucking hell. Warum habe ich jetzt immer noch nicht genügend, um den hier zu machen? Oh mein Gott, verliere ich das zwischendurch durch die Angriffe? Okay, das muss ich vielleicht mal nachschauen, wie das genau funktioniert, aber... Das Problem ist halt, er anvisiert nicht mich an, während er wütend ist. Wenn er das machen würde, dann könnte ich ihn mal mit einer Falle versuchen zu fangen, aber geht leider nicht. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall Corvinus nochmal heilen. 80 Punkte Schaden, obwohl er nicht mal direkt berührt worden ist. Okay. Oh! What? We should retreat. Oh mein Gott, selbst mit meiner hochgerüsteten Rüstung überlebe ich so einen Angriff nicht. Wow, also das hätte ich nicht gedacht, dass der mir trotz allem so viel Schaden macht. Okay, neuer Versuch. Also das ist auf jeden Fall absolut eine andere Hausnummer als der Monobloss. Kann man gar nicht vergleichen. Den Monobloss kann ich mittlerweile ohne Probleme besiegen. Und hier verliere ich jetzt immer noch recht einfach gegen den Tigrex, obwohl ich ihn fast hatte. Okay, mal sehen. Ich sollte mir mal angewöhnen zu schauen, wie das mit den Aufladen hier genau aussieht. Okay, wir greifen jetzt mal den Kopf an und bitte alle den Kopf anvisieren. Okay? Direkt der erste Angriff, ein Crit. Das kann nur ein gutes Omen sein. So, Corvinus, du machst bitte mal... Das kostet weniger Ressourcen. Auch auf den Kopf. Angriff auf den Kopf. Konfrontation gewinnen. Der Kopf hält aber ganz schön viel aus. Also entweder greift er jetzt Alvin an oder aber ich muss... Wisst ihr was? Jetzt machen wir tatsächlich mal etwas, was Sinn machen sollte. Wir kämpfen mit Buffs. Daran sollte ich mich auf jeden Fall ein bisschen gewöhnen. Alle Verbündeten erhalten erhöhten Widerstand gegen alle... Ja, das hier. Gerade wenn dieses Vieh so viel Schaden macht, dass es mich fast one-shotten soll, ist das vielleicht keine schlechte Idee. Es macht immer noch ziemlich viel Schaden. Aber okay. Auf den Kopf. Schauen wir doch mal, wie gut eine stumpfe Waffe sich tut. Nicht ganz so gut. Für Angriffe müsste ich, glaube ich, wieder auf das Schwert zurückgehen. Ja, wisst ihr was? Machen wir das. Zurück auf das Schwert. Ist zwar relativ viel permanentes Ausgetausche, aber wenn es hilft, dass ich den Kampf überstehe und einen Tigrex bekommen kann, dann mache ich das gerne. Okay, Verbrennung. Aber es wird wieder permanent seine Klauen anvisiert und ich verstehe es nicht. Greif doch mit mir zusammen den Kopf an, bitte. So.
Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich werde mit Shock zusammen einen Geschwindigkeitsangriff machen auf den Kopf. Dann haben wir zumindest mal die Konfrontation gewonnen. Shock ist wieder voll geheilt. Super. Und meine Bindungsbalken ist vollständig aufgeladen. Jetzt schauen wir mal, was er denn macht. Wenn er mich anvisiert, was ich ja gerne hätte. Nein, tut er nicht. Na gut. Reiten. Jetzt bin ich aber das Ziel. Kann ich jetzt Items einsetzen? Ich könnte. Aber wird nicht zum Angreifen kommen, weil... Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Er wird nicht zum Angreifen kommen, weil ohnehin Alvin seine Bindungsfähigkeit machen wird. Von daher können wir auch einfach richtig ordentlich Schaden reinhauen. So, jetzt bin ich aber das Ziel. Okay. Dann wollen wir mal. Extra dafür habe ich mir ein paar Schockfallen gemacht. Das kann ich nur machen, wenn er ein Kraftangreifer ist. Aber wenn er jetzt mich angreift, dann sollte das möglich sein. What the? Hä? I'll cover you. Habe ich das falsch verstanden, wie Fallen funktionieren? Moment. Hätte das jetzt nicht seinen Angriff stoppen? Wie funktioniert das? Von Kraftangriff ausgelöst. Stoppt Handlung des Feindes für 2 Runden. Ich bin sehr verwirrt. Irgendwas muss ich da falsch verstanden haben, wie diese Fallen genau funktionieren. Vielleicht hätte ich die früher im Kampf hinstellen sollen. Also wir gehen mal Konfrontation gewinnen ein. Na gut, wir können ohne Probleme jetzt seine Runde beenden. Und er ist vergiftet. Sehr schön. Jetzt ist er nah am Sterben. Oh, Schock, mach mal deinen Flügel weg. Ich kann seinen Mund nicht sehen. Ja, er sabbert. Okay. Objekte. Farbball. So, erhöhte Rückzugsrate. Gift. Das... Hä? Hätte Shock jetzt nicht eigentlich noch sterben müssen? Egal, egal, egal. Wir haben ihn zur Flucht gezwungen. Sehr schön. Yay! Das zählt noch als S. Okay, sehr schön. Die Schuppe des brutalen Tigrex. Unvorstellbar massiv und robust. Klaue, markante Vorderklaue eines Tigrex. Bekannt für ihre fürchterlich scharfe Kante. Okay, aber das sind jetzt nur 2 von den Items. Hätte es doch bestimmt noch etwas anderes geben müssen.
Oh, göttlicher Caputo. Na, den nehme ich natürlich mit. Und jetzt holen wir uns einen Tigrex. Könnt bitte gerne mal verschwinden. Leute, von euch will ich wirklich nichts. Lasst mich einfach in Ruhe. So, das hier will ich mitnehmen. Jeden Trank, den ich rumliegend finde, ist ein Trank, den ich nicht zwingend kaufen muss. So, da haben wir noch was Interessantes. Ein Duramboros. Wisst ihr was? Den machen wir jetzt tatsächlich noch. Oder zumindest werde ich ihn mal noch so mitnehmen, dass ich ein bisschen Materialien und Erfahrung davon bekomme. Well, denn seitdem ich ein bisschen gefarmt habe, sind eigentlich alle Gegner, die es in diesem Gebiet gibt, absolut kein Problem mehr. Alles, damit ich den Tigrex kriegen konnte. Aber ja, die normalen Monster hier stellen echt absolut keine Herausforderungen mehr dar. Ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, für alles andere bin ich jetzt hier massiv overlevelt. Aber das war der Kompromiss, den ich eingehen wollte, damit ich den Tigrex einigermaßen ohne Probleme schaffen kann. Denn, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, der Tigrex ist eines meiner absoluten Lieblingsmonster. Zwei, die ich auf jeden Fall in meinem Team haben wollen würde, wäre ein Tigrex und ein Lagiacrus, wenn es den Lagiacrus in diesem Spiel tatsächlich gibt. Es wäre richtig, richtig schön, wenn es den gibt. Aber leider kann ich das ja nicht bestimmen. Ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe es wirklich, dass es später im Spiel auch noch den Lagiacrus gibt. Aber jetzt schauen wir doch mal. Was finden wir an Eiern? Um ehrlich zu sein, muss ich gar nicht weiter schauen. Ich nehme das direkt mit. Es ist zwar kein Regenbogenfarbenes, was die seltensten Gene haben könnte, aber ein goldenes ist mehr als zufriedenstellend. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Sehr schön! Yay! Bin so zufrieden. Wir haben ein Tigrex-Ei. Das wird jetzt noch ausgebrütet und dann werde ich die Episode auch beenden. So, jetzt schauen wir doch mal. Schweres Gewicht, goldene Aura. Erhöhte Verteidigung und erhöhter Angriff. Oh, Baby Tigrex ist aber süß. Moment, uns die Gruppe bearbeiten. Ich glaube, einen zweiten Nagakuga brauche ich jetzt nicht unbedingt mehr im Team. Wir nehmen stattdessen. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? Da ist er. Tigrex. Jetzt will ich mal schauen. Was genau kann der Tigrex denn alles? Status. Tigrex. Da ist er. Ausweichfähigkeit? Weicht manchmal Angriffen von Gegnern aus, außer Konfrontations- oder Bindungsfähigkeiten. Standard. Erhöht das Ausweichen etwas. Verbrauche mehr Bindungsladung, um Fähigkeiten mit voller Kraft zu entfällen. Erhöht die Fertigkeitskraft etwas. Okay, das ist so ein bisschen zweischneidig. Auf einer Seite teurer, auf der anderen Seite stärker. Das mag ich. Ach, das ist zufällig. Okay, da sehen wir das jetzt. Pelzknarre ist zufälliger Schaden. Aber der Schaden ist vergleichsweise hoch. Kann ich da aber nicht noch mehr einsehen? Ich müsste doch... Ah, da genau. Ansturm. Sprinte mit B. Du wirst schneller, aber unflexibler. Drückst du B erneut oder triffst auf der Hindernis, stoppt der Ansturm. Efeu-Klettern. Endlich habe ich eine Kletterfähigkeit. Drücke B, um mit Ranken bedeckte Wände hoch zu klettern. Entklimme auf diese Weise Klippen und erkunde neue Gebiete. Ja, super. Das ist auch etwas, was ich die ganze Zeit schon wollte.
Eieiei, ist das geil. Ist das geil. Gut, aber dann bin ich getreu meinem Wort und sage jetzt einfach mal, ich mache für heute einen Cut. Oh, der Tigrex, das freut mich jetzt richtig. Das freut mich richtig. Eines meiner absoluten Lieblingsmonster. Und nicht nur habe ich einen mit richtig guten Genen, richtig guten, ziemlich guten könnte man auf jeden Fall sagen. Er hat auch noch Fähigkeiten, die ich tatsächlich gebrauchen kann. Das ist geil. Oh. Okay, wir machen an dieser Stelle für heute einen Cut. Und beim nächsten Mal werden wir dann endlich mit Alvin sprechen, damit wir in der Story weiterkommen. Ich sag für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal.